Herzlich willkommen zurück bei HP Fitness und viel Spaß bei unserem Workout. Wie immer, bei jedem unserer Workouts mache ich euch die Übung wieder kurz vor, damit ihr nichts falsch machen könnt. Wir haben wieder drei Übungen. Übung Nummer 1, stellt ihr euch schulterbreit hin, geht in die Knie, Rücken gerade, ihr macht Squats mit der Kurzhantel oder mit einer Wasserflasche und geht wieder hoch. Schön tief runter, genau, sehr gut macht ihr das. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2, nehmt ihr entweder eine zweite Wasserflasche oder eine zweite Hantel, wenn ihr eine habt. Nehmt die Arme hoch, hier circa 90 Grad. Wir machen Shoulder Press und Knee Lift. Shoulder Press und Knee Lift. Bei der zweiten Runde wechseln wir die Seite und gehen dann auf die andere Seite, auf die rechte Seite. Okay, super. Übung Nummer 3. Gehen wir auf den Boden und machen den Unterarmstütz. Dazu könnt ihr entweder auf den Teppich oder geht auf eure Matte. Wir gehen in den Unterarmstütz. Geh nach oben, Bauchnabel fest nach innen ziehen. Alles anspannen und dann geht es auch schon los. Wer noch steigern kann, öffnen, öffnen, schließen, schließen, öffnen, öffnen, schließen, schließen. Wichtig ist, dass ihr den Po wirklich auf einer Linie habt. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich euch die Übung gezeigt. In 3 Sekunden können wir dann auch schon anfangen. Ich zähle noch mal kurz ab, bereitet euch vor. 3, 2, 1 und los geht's. Geht schön tief runter, super. Genau, schulterbreiter Stand, Rücken gerade. Schulterblätter nach unten, genau, schön tief runter. Schaut euch, dass er mit den Knien nicht über die Fußspitze kommt und mit dem Po schön tief runter. Sehr gut. Jawohl, richtet euch immer wieder auf vom Becken. Okay. Die Hälfte habt ihr auch schon geschafft und weiter geht's. Schön tief runter. Atmen nicht vergessen. Die letzten 8 Sekunden haben wir noch. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Durchatmen. Ihr habt 15 Sekunden Pause. Wie immer, nehmt euch schon mal die zweite Hantel. Bereitet euch vor. Es geht auch schon gleich weiter. Stellt euch schulterbreit hin. Bereitet euch vor. Arme nach oben, 90 Grad. 3, 2, 1. Shoulder Press und Knee Lift. Genau, Shoulder Press, Knee Lift. Okay. Auch hier Schulterblätter, wieder schön nach unten. Bauch komplett anspannen. Rücken gerade. Okay, das macht ihr richtig. Weiter so. Schön Oberkörper eindrehen und dann nach oben. Jawohl. Und die letzten 10 Sekunden. Auf geht's. Nochmal Gas geben, nochmal powern. Jeder sein eigenes Tempo. Wenn ihr nicht so schnell könnt, macht langsamer. Sieht gut aus. Noch 3, 2, 1 und Pause. Legt die Hantelscheiben oder die Wasserflaschen weg. Wir gehen auf den Boden, machen dann Unterarmstütz. Dritte Übung, erster Satz. Danach nochmal von vorne. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr geht hoch. Denkt dran, Po anspannen. Wer jetzt noch mehr Power hat, kann auch hier entweder halten. Oder ihr öffnet, öffnet, schließen, schließen. Denkt dran, Po eine Linie, Bauchnabel fest nach innen ziehen und schön kompletten Körper anspannen. Jawohl. Das Ganze machen wir jetzt 60 Sekunden, ist unsere Cardio-Einheit. Ihr werdet hier auch ins Schnaufen kommen, aber weiter geht's. Genau. Am besten schaut ihr mit dem Kopf einfach gerade auf den Boden. Ist für euren Nacken viel angenehmer. Hälfte habt ihr geschafft. Auf geht's, durchhalten. Wer kurz mal absetzen muss, setzt kurz ab. Aber danach geht ihr bitte gleich wieder nach oben. Wir wollen ja richtig was für uns tun heute. Okay. Noch 10 Sekunden. Auf geht's. Noch 3, 2, 1. Ihr kommt auf die Knie zurück. Habt jetzt auch 30 Sekunden zum Durchatmen. Schnauft tief durch, entspannt euch. Kurz mal Beine ausschütteln, tief durchatmen, Arme ausschütteln. Greift dann auch wieder zu einer Kurzhantel. Bereitet euch wieder vor, weil in 10 Sekunden geht es dann auch schon wieder weiter. Die zweite Runde, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Da haben wir den Block schon wieder geschafft. Okay, bereitet euch vor. Schulterbreiter Stand. 3, 2, 1. Wir gehen tief und hoch. Wir gehen wieder tief und hoch. Klasse.
Bauchnabel fest nach innen, Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Okay. Schön tief runter, achtet wieder auf eure Knie, Spannung im Oberschenkel, noch 15 Sekunden und durchhalten. Und noch 5, auf geht's. 4, 3, 2, 1, durchatmen, Beine ausschütteln. Nehmt eure zweite Hantel in die Hand. Wieder Beine ausschütteln, durchatmen. Richtet euren Körper wieder auf. Bauch fest anspannen. Schulterbreiter Stand, leichten die Knie. Wir nehmen die Hantel nach oben und los geht's. Und wir gehen hier, drehen auf die andere Seite ein. Genau, sehr schön. Schön nach oben. Eindrehen und nach oben. Wirklich komplett Körper anspannen. Wer auch hier noch schneller kann, darf auch noch eine Runde den Zahn zulegen. Genau, ihr geht immer schön in die Knie und dann nach oben. 10 Sekunden habt ihr noch. Auf geht's. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Ihr legt die Hanteln wieder zur Seite. Gehen wir nach unten. 10 Sekunden geht's weiter. Unterarmstütz, zweite Runde. Nochmal alles geben. Letzte Übung dieses Blocks. Auf geht's. 3, 2, 1. Wir gehen nach oben. Richtig schön alles anspannen. Bauchnabel nach innen. Schulterblätter auch hier nach unten ziehen. Schau da wirklich. Ellenbogen unterhalb des Schultergelenks. Genau. Erstmal halten. Wenn ihr jetzt wieder merkt, okay, das reicht mir noch nicht, ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, baut hier wieder öffnen, öffnen, schließen, schließen mit ein. Und schön durchatmen. Die Hälfte haben wir geschafft. Auf geht's. Für diesen Block noch 25 Sekunden. Gebt alles. Und noch 15 Sekunden. Nochmal Körperspannung, nochmal alles geben. Könnt ihr hier nochmal einen Zahn zulegen. Gebt nochmal Gas. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr atmet durch. Kommt langsam nach oben. Haben wir heute das Workout jetzt geschafft. Und viel Spaß beim nächsten Block. Euer HP Fitness.